Kleine Planänderung, bevor es zu Santorio geht, möchte ich doch eine Galeone kaufen in Bridgetown. Die wird dort angeboten für 8000 Reales. Und inzwischen habe ich genug Geld angehäuft, um die zu erstehen. So, dann werde ich mal nach Bridgetown aufbrechen. Mit meinem Schoner. Mit meinem treuen Schoner, der Serpent. Aber so langsam wird es Zeit für größere Dinge. So, Bridgetown ist ja nicht weit weg von Santa Lucia. Denn die Schatzsuche hat mich ein wenig reicher gemacht. Zum Glück. So, Bridgetown. Unter englischer Flagge. Relativ schönes Wetter. So, ein Angler. Was tue ich mit Anglern? Ich schubse sie. Mein neues Hobby. Aber der kann leider nicht ins Wasser fallen, da er an der Reling steht. Hätte ich eigentlich wissen sollen. Das sieht doch gut aus. Zu verlockend. Also ich habe noch nicht beobachtet, ob er wieder aus dem Wasser kriecht. Oh, ein betuchter Herr. Das könnte sich lohnen. Rabe? Hey, Jackpot 530. Das ist schon ziemlich viel für einen Rabenklau. Na, noch einer. Also man kann da wirklich daneben nach dem Äußeren gehen, so ein bisschen. So Seemänner, da kriegt man wahrscheinlich nur einen Ohrring oder einen Ring. Das muss natürlich klappen. Ja, manchmal ist es schwierig unter Vordächern und Überhängen, da funktioniert das auch nicht so gut. Jetzt. Ein Ohrring, ja, was ich sagte, das war nur ein Zimmermann. Da sollte man sich die gut betuchten Leute raussuchen, dann hat man manchmal Glück und sahnt ab. Wie eben. Na, was haben wir denn da? Manchinellbaum. Das ist meine Art, dazu zu tanzen. Sorry. Mehr geht nicht. Ich glaube, das war die unanständige Version von Drunken Sailor. Ich glaube, die singen da unanständige Dinge. So, das war da vorne auf dem Platz. Noch 50 Meter. Da müsste der Typ stehen mit der Galeone. Ja, nicht diese Schnapsleiche da. Aus dem Weg. Meine Waren an.
Ja, Wachen sollte man, Soldaten sollte man nicht anrempeln. Die werden sauer. Ziemlich schnell. So, da haben wir ihn. So, bevor ich diese Transaktion, diese gewichtige Transaktion mache, vielleicht nochmal speichern. Ich kaufe ja nicht jeden Tag eine Galeone. Wie viel wollt ihr für das Schiff? Naja, es ist so etwa 10.000 wert. Ich habe keine Zeit für sowas. Wartet, wartet. Ihr bekommt es für 8.000. Ach, Moment. Ich wollte noch meine Upgrades verkaufen. Oh, Behaltet euren Kahn. Ihr verschwendet meine Zeit. Stimmt ja. Vielleicht später. Ich bin wahrscheinlich noch eine Weile hier. Wenn sie mich in der Zwischenzeit nicht umlegen. Das hatte ich jetzt ganz vergessen. Ich weiß nämlich nicht, ob die Upgrades, die kann man ja wieder verkaufen, die Schiff-Upgrades. Und ich weiß nicht, ob die übernommen werden für das neue Schiff. Was ich mir jetzt nicht so unbedingt vorstellen kann. Deswegen will ich vorsichtshalber die Upgrades verkaufen beim Schiffbauer. Man kriegt, glaube ich, 50% erstattet. Immerhin. Ja, wäre eigentlich mal eine interessante Sache zu wissen, ob das beim Schiffkauf irgendwie transferiert wird. Aber ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dann wäre das ja viel zu einfach. Dann braucht man ja nur einmal upgraden und hätte für alle größeren Schiffe quasi alle Upgrades schon, ja, drin. Und das wäre, denke ich mal, nicht im Sinne der Spielmechanik, weil das dann viel zu einfach wäre, ein super starkes Schiff zu haben. Madame? Kein Interesse an einem zukünftigen Galionsbesitzer, nein. ja. Immer diese Ablenkung. Ja, der schon wieder. Ja, also von daher werde ich die Upgrades jetzt nochmal verkaufen und ich gehe davon aus, dass die sonst verfallen. So, nochmal speichern. Schiffsreparatur gefällig? Ja gut, ich hätte es natürlich mal ausprobieren können, so offscreen, aber ich werde das jetzt tun. Ist ja jetzt kein großes Ding, außerdem kriege ich ja noch ein bisschen Geld rein. Zurück. Immerhin. Ja, Shona. Bald wirst du ersetzt werden. Ja, ich weiß gar nicht, ob man 50% bekommt. Aber man kriegt halt ein paar hundert Reales. Immerhin halt. Besser als nichts. Und das summiert sich ja auf ein paar tausend. Was hatte ich vorher? Ja, so 2000 habe ich noch dafür bekommen. Und wenn das verfallen wäre, das wäre schön blöd irgendwie. Dann lieber so. So, das hätten wir. Dann nochmal zurück zu dem Händler. Ist ja nicht weit. Mann. Alles, was ihr braucht, findet ihr hier bei mir. Das hat die Welt noch nicht gesehen.
So, und jetzt aber richtig hier. Her mit dem Schiff. Wie viel wollt ihr für das Schiff? Naja, es ist so etwa 10.000 wert. Ich habe keine Zeit für sowas. Wartet, wartet. Ihr bekommt es für 8.000. Na gut. So sei es. Ich nehme es. Ich nehme es. So. Hitpoints, Rumpf doppelt so stark. Kanonen. Ja, in der Grundversion 8 Kanonen. Ich hatte, glaube ich, 4 aufgerüstet. Crew 120, aber das kann man ja noch steigern nach oben. Ladung, ja, auch eine Menge mehr. Also verdoppelt. Kann man auch noch steigern. Das heißt, wenn man jetzt die Crew voll ausbaut, dann geht natürlich ein bisschen Laderaum verloren. Aber man kann nicht alles haben. Ja gut, das ist dann mein zweites Schiff. Erfolg freigeschaltet. Erwerbe eine kleine Galeone. Ja, es sind auch Achievements bei Steam. Sich bis zur Fregatte nach oben hin durchzukaufen. Aber das ist noch ein wenig Zeit. Ich bin ja erst beim zweiten Schiff. So. Donovan. Ein Offizier ist auch noch an Bord. Und die Ware vor allen Dingen ist übernommen worden. Das ist schon mal gut. Vielleicht werde ich das beim nächsten Schiffkauf mal ausprobieren, ob die Upgrades übernommen werden, aber ich glaube es halt nicht. So, jetzt bin ich stolzer Galeonenbesitzer. Ich kann es kaum erwarten, zum Pier zu gelangen und das Schiff anzuschauen. Ist ja wie Weihnachten. Ja, wenn man so 12 Stunden gespielt hat, mit dem in das Spiel reingesteckt hat, circa, dann fühlt sich das wirklich an wie ein Erfolg. Weil, ja, es war ja wirklich Arbeit, so weit zu kommen, erstmal. Aber erstmal gehe ich noch zu meinem Schiffbauer und werde vielleicht noch ein Upgrade oder zwei kaufen. Denn ich bin ja bald auf großer Fahrt. Also vor allen Dingen Crew will ich ein bisschen aufstocken für Entermanöver. Ja, reduziert die Ladekapazität. Aber Entern ist schon wichtig. Die Hülle verstärken könnte auch nicht schaden. Höherer Schaden. Kanonen verstärken. Segel oder Rumpf? Oder beides? Oder mehr Crew? Ja, ich glaube Crew. Dann bin ich sicher beim Entern. Weil er zählt ja oft die, ja, was heißt oft, meistens die Anzahl. Und Segel kann ich auch noch steigern. Einmal könnte ich noch steigern, die Segel. So. Jetzt bin ich mal wirklich blank.
Tja, mehr geht nicht. Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn ich dann auf See bin und keine Schiffe entern kann, die ich vielleicht laut Quest mal entern sollte. Von daher ist das schon ganz okay. So, was habe ich denn an Crew? Mann, ich sollte mal die Musik abschalten. Die Bridgestone-Musik ist ein bisschen nervig auf Dauer. So, 225 Männer. Ist ja ganz schön. Und ja, kostet auch ein paar Reales. Die heuer. Aber jetzt will ich mal klotzen und nicht kleckern. Wow, was für ein Pott. Ganz schön. Das ist eine kleine Galeone. Wahnsinn. Ich hoffe, es geht gut. Tja. Ist ja schon ein Unterschied zum Schoner. Madame. Welch erhebendes Gefühl. Eigentümer dieses... Wow. Die Galeonsfigur ist auch noch dran, übernommen worden. Also dann, lasst es euch gut gehen. Guten Tag. Ich kann nicht klagen. Platsch. Das ist schon ein Automatismus geworden, die Angler zu schubsen. Aber ich bin ja echt begeistert hier. Wahnsinn. Ja, auf jeder Seite 4 Kanonen. Die Mannschaft ist schon bereit zum Auslaufen und ja, und jetzt geht es auf zu Santorius Insel, dem Piratenjäger, und ich bin mal gespannt, ob ich das überleben werde. Wir werden sehen in der nächsten Folge. Ciao, euer Christopher Raven. What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor? What shall we do with a drunken sailor lying dumb born?